Servus Leute, zurück zu Let's Play Chrono Cross. Wir haben das letzte Mal mit Fargo hier das Konzert getriggert. Das Konzert von seinem Sohn, welcher das Lied singt, um Marvel zu befreien. Marvel ist ja von irgendwelchen Geister, ätherischen Wesen belagert worden, die wir nicht anpacken können, aber durch dieses Lied angeblich können wir das. Und das ist jetzt das Ziel. Wir gehen und erobern Marvel zurück. Große Entdecker Toma. Ach, den gab's übrigens auch bei Chrono Trigger. Oh, hallo Leute, ihr habt bestimmt gemerkt, dass hier irgendwas nicht stimmt. Ich weiß ja, dass die Singer harmlos sind, aber es sind jetzt deutlich mehr. Wenn diese Monster einem Abtraum entstammen, wer ist denn der Träumer? Oder was? Und wenn die Monster sterben, wacht jemand oder etwas dadurch anderen auf? Ich wette, der Träumer ist 10-mal so grässlich wie dieser Albtraum. Bestimmt ist er ein riesiger, fieser Drache. Oh ja, wir wollen ja an die Drachen ran, oder? Herr Toma. Ich glaube, wir sind hier fertig. Ja, okay. Ich glaube, ich bin mit meiner Untersuchung hier fertig. Verstehe mich nicht falsch. Es ist nicht etwa so, als hätte ich Angst oder sowas. Also dann pass mal gut auf dich auf. So, es wird Zeit, diese Viecher Marble zu befreien. Wir hören hier die Melodie von Nikki. So, die sollen harmlos sein. Was sind das überhaupt für Viecher? Lagunaut. Blaues Element. Na gut, sie halten auf jeden Fall was aus. Trittkombo können sie. Okay. Gegen dieses Inferno gut. Gefährlich. Irgendwas kann geweckt werden. Oder sie entstammen einem Traum. Theoretisch kann ich den Froschkönig bei denen gut wirken, weil die machen alle blaues Element. Hätte jetzt für einen Froschkönig gereicht. Sind hier welche drin? Ne, hier könnte ich aber pennen. Ich frage mich, ob, wenn ich immer reingehe und rausgehe, ob die Gegner sich ändern. Nein, ein Miss. Fargo, mach doch mal. Ein Wasserstrahl. Wobei, es kostet, egal welches Element ich einsetze, es kostet immer so viel. Na gut. Ach so, aber die Elemente habe ich. Nee, ich will ja den Froschkönig beschwören. Hätte ich auch so gekonnt. Links. Kann man auf den noch einhauen? Und jetzt macht Fargo noch einen Angriff auf den. Und castet den Froschprinz. Sehr starker Cast. Ach du Schande, sind hier viele. Ja, gibt's hier einen Autokampf? Oh, diesmal hat er noch ein paar andere Viecher dabei. Tieflieger, auch wieder blaues Element.
Ja gut, die machen wahrscheinlich sowieso alles blaues Element, dementsprechend. Kann ich auch einfach draufhauen. Und dann casten wir den Froschkönig, wenn es soweit ist. Genau. Oder auch nicht. Oh, jetzt macht er einen normalen Angriff. Dann halt nicht. Okay, die wollen was klauen. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich werde jetzt einfach die jetzt alle wegschnetzeln, alle Gegner, und dann sehen wir uns gegen Ende wieder. Okay, wir finishen jetzt den letzten mit Invictus und schauen uns mal die neue Technik an. Ja, ein starker Angriff, wahrscheinlich. Gegen einen blauen Gegner war er natürlich geschwächt, aber ist ein starker Gegner. Und mir ist aufgefallen, ich habe oben stehen 26 von 29. Es wird immer weniger, umso mehr von diesen Aufrufen ich mache. Das bedeutet wahrscheinlich, dass ich eine begrenzte Anzahl von Aufrufen zur Verfügung habe. Und jedes Sternlevel mir einen neuen Aufruf dazu gibt. Also sie sind begrenzt. Na gut. Kann ich es also nicht dauernd machen. Aber es ist sowieso selten. In der Ferne klingt das Brüllen eines Drachen. Sehr gut. Wir haben einen Drachen geweckt anscheinend. Wir suchen ja die Drachen. Wir wollen alle Drachen haben. Wir wollen alle Drachen vernichten und so. Und die Musik ist jetzt wieder normal. Weil theoretisch haben wir jetzt Mabul gerettet. Wir haben alle Monster besiegt. Jetzt können wir wieder auf die Invictus. Zelbes meine ich natürlich. Und Bescheid geben. Leute, ich hab's geschafft. Leute, wo seid ihr? Leute, Party Time ist angesagt. Wo seid ihr? Wo sind alle? Wo sind die alle? Ich muss diesen Menschen, Tiermenschen Bescheid geben. Kätzchen. Mabul ist befreit. Ist hier jemand drin? Du da. Miki. Oh, ihr seid es. Tja, so geht's mir immer nach einem Auftritt. Schon armselig, oder? Eine erwachsene Frau, die sich grämt wie ein kleines Mädchen. Ich weiß, dass unser Auftritt nur ein Schauspiel sind, aber empfinde tatsächlich etwas für ihn. Was soll's, für die nächste Zeit sind keine Konzerte geplant. Wollt ihr mich nicht mitnehmen? Okay. Okay. Was kann sie denn? Feuer. Ziemlich ausgeglichen. Okay. Nett. Werde ich noch irre. Okay, aber was ist mit den Tiermenschen? Wo sind die Tiermenschen? Kombüse. Oder was mit ihm? Hat er jetzt was Neues zu sagen? Jetzt, da wir es geschafft haben. Oh. Hallo, Doggy. Weißt du, wo der Captain ist? Wo waren denn die Tiermenschen? Ne, die Tiermenschen waren doch auch oben, oder? Und hier unten. Da war der Chef von denen. Was ist hier unten nochmal? Ach so, eine Kampfarena. Aber nicht das, was ich suche. Scheinbar sind die wieder runter. Also scheinbar sind die wirklich runter von dem Boot. Vielleicht, wenn ich jetzt nach Mabul reingehe, dann könnte es sein, dass jetzt die Mabulianer wieder auf ihrer Insel sind. Das werden wir herausfinden. Lasst mich gehen.
So, Marvel Küste, Marvel. Nee, wo sind die alle? Auf dem Schiff waren sie nicht mehr. Hier sind sie nicht. Muss ich einmal schlafen oder so? Ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass hier jetzt die ganzen Leute jetzt wieder sind. Zurück auf ihrer Insel, nachdem sie befreit wurde, aber scheinbar nicht. Na gut, dann ist es so. Befürchte ich leider. So, ich würde sagen, als nächstes, wir haben es ja gehört, ein Drache ist erwacht. Als nächstes gehen wir auf Drachenjagd. Wir müssen die Drachen jagen und... Oh, wo war denn der Wasserdrache? Bei den Zwergen, auf der Wasserdracheninsel, aber in welcher, war auf der Home oder auf der Anotherworld-Seite? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber wir werden es beim nächsten Mal herausfinden, dann geht's auf die Drachenjagd. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.